Nur echte Männer schreien wie kleine Mädchen. Jawohl, Leute, und herzlich willkommen zurück zu Dying Light. Da sind wir wieder. Mittlerweile gibt es einen neuen Patch, der rausgekommen ist, Patch 1.3, der ein bisschen die Performance verbessert, wobei ich eh sagen muss, dass die Performance bei mir eigentlich nie so schlecht war eigentlich, aber man merkt, dass es auch ein bisschen anders aussieht jetzt. Ein paar Effekte sind halt weg und so, kommt mir zumindest so vor, aber fuck it, dafür läuft es ein bisschen besser, das ist natürlich um einiges wichtiger. Was ist passiert? Warte mal, bin ich jetzt hier? Ja, passt. Gut. Ich habe nämlich gerade wieder eine neue Webcam-Position. Ich habe Lords of the Fallen dafür aufgenommen, Leute. Ein sehr, sehr cooles Spiel, aber das war komplett asynchron. Ich hoffe, dass es jetzt passt mit der Synchronität. Er wollte, dass ich Jade Aldemir entführe und ihn bringe, damit er sie in seiner Arena kämpfen lassen kann. Ja. Und? Das ist alles? Was soll das heißen, das ist alles? Ich bin doch kein Menschenhändler. Sie haben wohl vergessen, wie viel von dieser Datei abhängt, Crane. Wenn Raiz ein Mädchen will, geben Sie es ihm. Sie können ja auf sie aufpassen, oder? Was zum... Wie können Sie... Was für eine beschissene Hilfsorganisation seid ihr eigentlich? Und überhaupt, wenn diese Datei die Welt retten kann, wieso muss sie dann geheim bleiben? Wir zahlen Sie nicht für Insubordination, Crane. Machen Sie's. Ach, fick dich, du Arsch. Ja, fick dich, du Arsch. Am besten fickst du in den Arsch. Wenn dann richtig, ne? Frauen, die es nicht in den Arsch mögen, das sind keine richtigen Frauen. Nur so nebenbei, ne? So, wir müssen jetzt Jeffs Festung hinter dem Bahnhof aufsuchen. Machen wir das mal. Oh, da hinten wird gefightet. Komm, helfen wir mal. Ist das ein Stinke-Zombie? So sieht's aus. Also das ist ein Stinke-Zombie. Ich wundere mich, wenn ich ab und zu nach drüben gucke, weil ich gucke, ob der FPS alles schön passend. Boah. Bitte. Danke fürs Geld, mein Freund, und jetzt verpiss dich. Oh, schaut mal. Spielzeug. Oh. Vorsicht hier. Warte. Wir haben das gleich. Uiuiui. Aber er ist jetzt auch tot. Tja, shit happens, würde ich sagen. Ganz kurz hier, verteilte Fertigkeiten haben wir. Und zwar hier, sehr schön, Kampfbeherrschung. Das ist gut. Komm. So, jetzt bin ich nämlich ein besserer Nahkämpfer. Das ist natürlich sehr, sehr wichtig, dass man ein guter Nahkämpfer ist, natürlich, ne? Weil wir wollen die ganzen Zombies aus der Nähe töten. Beziehungsweise zu 90%. Aha. Cool, die sterben jetzt schneller, hoffe ich halt. Der zumindest starb sehr schnell. Das ist natürlich, das gefällt mir. Wenn Zombies schnell sterben, ist das super geil. So. Wem hast du im Visier? Mich? Labert der mit mir? Mir machst du keine Angst, mein Freund, nur so nebenbei, ne? Mir machst du keine Angst. Ah, das ist sogar eine Sicherheitszone hier. What the fuck? So sicher sieht's mir hier aber nicht aus. Wo komme ich denn da jetzt hin? Hallo. Ah, hier. Das ist der Fort Jefferson-Turm und Sie werden mich mit Kommandant Jeff ansprechen. Ich mache hier die Regeln. Nicht Bracken, nicht Raiz. Das ist Jeff Hausen. Oder Jeff Bergen. Jeff Burg. Neu-Jeffingen. Hey, Jeff. Kommandant Jeff. Es ist ein Notfall. Die Stadt hat kein Gas mehr. Ach ja, das war ich. Sie haben das Gas abgedreht? Das Installieren der Höllenwand am Fort Jefferson erforderte eine Unterbrechung der zivilen Gasversorgung.
Sie haben meine Erlaubnis, diese wiederherzustellen. Das sollten Sie erledigen. Keinesfalls. Meine Abwesenheit würde die Basis gefährden. Das ist eine Aufgabe für entbehrliche Kräfte. Kommandant, ich melde mich freiwillig. Guter Mann, wie immer Sie auch heißen. Wäre schlecht, Sie zu verlieren. Also, öffnen Sie die Ventile der einzelnen Quadranten sowie die Hauptverteilungsschleuse. Melden Sie sich bei mir und ich stelle den Gasdruck für die Stadt wieder her. Hey, falls Sie die Mission überleben, dürfen Sie als erster Zivilist die Höllenwand bewundern. Okay, wir dürfen dann die Höllenwand bewundern, das ist immer super. Wir haben jetzt also drei Ventile. Und die Ventile müssen wir jetzt sehen, weil er das Gas abgedreht hat. Wir haben kein Gas mehr. Und wir brauchen Gas. Wir brauchen Gas. Warum auch immer, aber wir brauchen Gas. Oh, das ist das gerade ein gefährlicher Zombie gewesen? Ja, sah so aus. Okay, wie zum Fick komme ich da jetzt hoch? Kann ich hier hochklettern? Nö. Okay, I have to find a way up there. Oh, hier. Das ist sehr nice. Oh, Spikes. Über. Ist das da hinten irgendwo? Irgendwo da oben ist es. Wie sollte ich denn da hoch, Mann? Hä? Ist das eine Verarschung, Leute? Ah, das ist unten. Ja. Haben wir schon fast gedacht. Ja. Aua. Ich hab schon gedacht, ich komme irgendwie nicht. Ach komm, ich habe mich doch eh abgewälzt. Hallo Zombies. Oh. Schön ausweichen, die Scheißviecher. Kann man hier zumachen? Nee. Shit. Okay, ich sehe schon, ich muss euch alle wegballern. Okay, der nächste bitte. Okay, du willst irgendwie nicht so ganz sterben, gell? Dann machen wir es halt so. Okay, hier ist das Ventil, glaube ich. Und dann, das muss man drehen. Komm, dreh, 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 dreh. Komm schon. Oh, Zombie. Ah, oh, du verfickte Schlampe. Sehr froh, dass ich nicht nekrophil bin, sonst würde ich dich jetzt in den Arsch wicken dafür. Oh, nee, nee, so einer. Verpiss dich. Aber das ist... Ja, ich hab's gedreht. Gut. Verpiss dich, habe ich gesagt. Gibt's hier noch irgendwas zum Holen? Wow! Ich darf den nämlich nicht töten hier. Okay, GRE-Paket gestohlen, das ist mir eigentlich relativ wurscht. Ach komm schon! Zombies fahren nicht mit dem Bus. Zombies fahren nicht mit dem Bus. Vergesst das nicht, Leute. So, wow. Das ist wieder so ein Psycho. Schnell rüber da. Irgendwie verwehren sich jetzt voll die Psychos. Warte mal, kann ich jetzt vielleicht irgendwo hier Medikit machen? Nö. Kann ich nicht. Oh, ich mach mal einen Böller. Denn Böller, das tut sich ein bisschen ablenken. Ich brauche Alkohol. Scheiße. Ich habe nur noch 44 Leben. Das ist natürlich nicht so viel, ne? Ah,
Okay, Moment. Hat der vielleicht... Ne, da hat sicher nichts. Hat oder hat er was? Ne. Aber da kann ich mich ausruhen, dann bin ich wieder voll, oder? Ah, scheiß auf ausruhen. Ich schaff das auch mit 44 Leben. Oh, gibt's hier irgendwas? Ist hier irgendwas? Nö. Okay, da drüben ist wieder so einer. Schaut mal, da ist wieder so ein Zombie mit Gasflasche. Ich finde irgendwie voll lustig, aber ja, wenn man die tötet, dann weckt man sehr viel Aufmerksamkeit. So. Oh, das war einer, der sich in die Luft sprengt. Oh oh. Okay, Zombies, verpisst euch denn sonst? Oh oh. Oh oh. Wir haben noch 4 Leben, Leute. Okay, schön. Ab und zu muss man halt zu Waffen greifen. Komm schon. Komm schon. Oh, da kommt jemand, Schnell, schneller Mann, da kommt jemand. Oh. Holy shit. Ja, das war leider notwendig. Normalerweise sollte man die Munition nicht verschwenden, aber das war echt notwendig. Denn ich habe kein Leben mehr. Und ohne Leben... Ja, ohne Leben verreckst du. Und das wollen wir nicht. So, bitte lass was... Ah. So, ich mache schnell ein paar Dietliche. So. Denn die brauchen wir. So, ich schätze mal, das reicht. Wir haben es 19 Uhr. Das heißt, es wird bald dunkel. Also die Geräusche sind ja krass. Was haben wir hier? Wir haben nur Kaffee. So, dann gehen wir noch schnell zum letzten Ventil und dann würde ich sagen, ich verpisse mich, denn nachts würde ich mit 25 Leben nicht viel aushalten. Ah, mit 17 Leben. Was ist denn hier blau? Ist da jemand? Ich war einer der Typen im Schutzanzug. Team 4, 2 Tage bevor die Stadt gesperrt. Oh, ich habe jetzt keine Zeit, damit hier zu labern. Es wird bald dunkel, ich muss mich beeilen. I don't have time for you, bitch. Aua. Naja, ich werde mir jetzt hier was zum... Okay, Rabattaktion ist immer gut. Ich brauche unbedingt Alkohol, Mann. Alkohol? Ne, aber das Medikit. Okay. Was brauchen wir noch? Irgendwas? Eigentlich nix. Ich verkaufe mir alle meine Wertsachen. So, ich habe 2 Medikits und ich werde jetzt mal hier schlafen gehen. Bis es hell wird. So, wir warten jetzt bis zum Einbruch der Dunkelheit. Dann wird es dunkel. Und jetzt warten wir bis zum Tagesanbruch. Damit hier nicht viel passiert, weißt du? So. Mein Leben ist wieder voll und ich habe wieder 2 Medikits. Das ist doch super. Und ich kann mich verpissen. Oh, nett, da ist ein Vetter drin. Okay, wie machen wir das?
werde jetzt meinen Typen da ein paar Headshots verteilen. In der Hoffnung, dass er dann stirbt. So. Na, mein Freund, mal gucken, wie viele Headshots du aushaltest. Zwei. Drei. Ja schon, zwei Headshots haltet aus und das war's dann. Oh, ein kleiner Zombie, Hallöchen. So, ich habe jetzt auch die Bewegungsunschärfe, denn also falls es irgendwie vorkommen sollte, dass es laggt oder so, das ist nicht so. Das ist wegen der Bewegungsunschärfe, das soll das Ganze ein bisschen realistischer machen. Realistischer, weißt du? Aber ich glaube, ich lasse die weg. Wegen sowas können ja Leute das gar nicht spielen. Aber ich find's cool. So, okay, wie komme ich jetzt hier raus? Einfach, oder? Nö. Einfach hier. So. Und ja, auf dem Weg wieder zurück. Wow, 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 hey, hey. Oh, oh. Piss dich, Mann. Ah, scheiße, scheiße. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, shit. Also wenn du in der Mitte von irgendeiner Horde bist, dann bist du so gut wie am Arsch, wie man gerade gesehen hat. Alter, du verfolgst mich auch schon lange, ne? Komm, dann gebe ich dir, was du willst. So. War es das wert, du Scheißding? Hätte sich auch einfach verpissen können. Aber nee, ich muss mich ja verfolgen. Du bist jetzt auch tot. Da runter? Ja. Ich mache mal die Bewegungs... Nein, nicht beenden. Die Bewegungsunschärfe mache ich jetzt mal aus. So. Das nervt nämlich schon doch ein bisschen. Wow. Alter. Holy shit. So, hier muss ich das irgendwo ausmachen, oder was? Wo ist das denn? Da unten ist das und da ist wieder so ein Wichser. Okay. I see what you did there, Sherlock. Den kann ich so nicht treffen. Gut, dann muss ich halt hier die anderen Zombies erstmal erledigen. Ach komm schon. Piss dich doch. Die Zombies. Oh ne. Oh ne. Die haben die Zombies viel aggressiver gemacht. Viel, viel aggressiver. Okay, drei Kugeln brauche ich noch für den Typen da jetzt. Zwei verschwendet leider. So, der bringt mir den Scheiß. Der kriegt dann schön Haul von oben. Oh, oh, da ist ein Verrückter. Oh Mann. Kann ich nicht einfach da irgendwie schnell nach unten rein und den wegschießen? Ich glaube nicht. Na komm schon, steh auf, du Scheißding. Komm. Wo ist er? Tod ist er. Irgendwie kann ich nicht wirklich widerstehen. Wir machen jetzt einen ganz geilen Move.
Ah, das war verdammt laut. Das wird einige Zombies anlocken, aber es ist mir wurscht. Dafür sind einige wieder weg. So, wie komme ich jetzt zu dir da runter, mein Freund? Das würde ich jetzt gerne wissen. Ein Psycho ist wieder on the way. Na komm. Na komm. Komm schon. Oh, das hat, glaube ich, weh getan. Muss ich eventuell hier hinein? Ja, muss ich knacken. Ja, jetzt knacken ist ein bisschen scheiße. Okay, ich muss vorsichtig sein, Leute. Aber die scheiß Waffe defekt, das muss ich jetzt auch noch wechseln, die verdammte Scheiße. Ah, jetzt kommt mal. Könnten die mal sterben? Ja, kurz warten, bis meine Ausdauer wieder da ist. Jetzt ist er tot. Dying Light ist ja in Deutschland verboten worden, soweit ich weiß, im Let's Play auch. Weil das zu krass ist. Beziehungsweise halt bei den großen Let's Playern. Habe ich ja bei Salazar gehört. Ich hoffe, dass das bei mir nie der Fall sein wird. Das ist ein bisschen scheiße. Warte mal, hier haben wir noch Hammer. Ja, komm, nehmen wir einfach mit, weil die können wir dann zerlegen. So, Schloss knacken schwer. Machen wir mal kurz. Scheiß doch drauf. Wie komme ich denn da jetzt hinein? Hm? Wie komme ich denn jetzt zu dir nach unten, Schätzele? Hm? Aha, da haben wir einen Kanal. Das heißt, irgendwo hier müsste also ein Kanal sein. Und da ist er auch. Und durch diesen Kanal, wenn wir hier durchschwimmen, sollte ich zu den Typen kommen. Und so ist es auch. So, haben wir natürlich schön gelöst. Mit drei wunderschönen Headshots, ein bisschen Kohle noch mitgenommen und dann drehen wir den Scheiß hier. So, diese Waffe hier kann ich gar nicht reparieren. Warum kann ich die nicht reparieren? Oder habe ich gerade nichts zum Reparieren? Das kann auch das sein. Oh oh. Oh oh. Die lokalen Ventile und die Hauptschleuse geöffnet. Oh, und die Ballastleitungen? Die was? Feurige Flatulenz, muss ich Ihnen alles erklären? Sie müssen natürlich alle Ventile der blauen Leitung schließen, um den Druck auszugleichen. Und zwar flott, sonst tritt mehr Gas aus als bei Oma nach dem Telefon. Oh, schließen die Ventile der blauen Leitung. Okay, das ist auch gleich deiner Nähe. Oh! Ach, verpiss dich! Ja, die laufen jetzt natürlich alle dahin wie verrückt, ne? Ja.
Ich muss jetzt irgendwie so mit denen kämpfen hier oben, weil sonst schaffe ich das nicht. Das sind nämlich alle schnelle, verrückte Scheißzombies. Ah, scheiße, da war noch einer hinter mir. Fucking Dreckszombies, Alter, Mann. Da waren jetzt aber echt so viele, dass ich nichts machen konnte. Ja, da waren so viele gerade. Aber gut. Müssen wir also nochmal hin. Ah, den Soundtrack haben sie mir noch nicht gefixt, wie man sieht. Aber nicht so schlimm, der geht eh gleich wieder weg. Hm. Ich hoffe, dass da jetzt nicht mehr so viele sind. So, blaue Leitung, das ist das hier. Mach mal hier. Nach unten durchgekrochen, Mann, was ist los? Also kriege ich Damage, wenn ich unten durchkrieche. Ich bin noch unter das Feuer durch. Da ist auch noch eine Leitung. Wow. Alter, hier sind so viele Verrückte. Na kommt, na kommt, na kommt. Oh oh. Jenny, der Verrückte. Na komm, du kommst hier nicht hoch. Man muss mit denen so. Oh. Du bist ein Stinkerter. Vorsichtig, Leute. Nicht wundern, dass ich nicht so viel laber, aber ich bin ganz sehr konzentriert, dass ich hier überlebe. Ich habe nicht viel Leben. In your face, du Bitch. So, Metallteile. Was hast du hier? Auch Metallteile. Gut, brauchen wir beides. So, ich glaube, das ist das letzte Ventil. Ich hoffe es zumindest. Jo, ist es. Zu Befehl, Boss. Soldat, wir müssen definitiv an Ihrer Disziplin arbeiten. Was sind denn das für stinkende Säule-Zombies? So, ich versuche jetzt mal hier die Tür kurz zu knacken, da ist sicher irgendwas Gutes drin. Ist ja schon abgebrochen. Ah, okay, es ist also hier irgendwo links. Oh, ich habe sogar auf Anhieb. Yes! Wunderbar. Mal schauen, was es hier gibt. Hier zu wieder. Muss es doch irgendwas Gutes geben. Yes, da ist Müll. Da haben wir noch eine Nachricht. Was haben wir hier denn noch? Hier haben wir noch Kisten.
Kisten sind immer gut. Stromkabel, Kaffee, noch ein Stromkabel. Noch was zum Lesen haben wir hier gefunden. Haben wir da noch? Zigaretten? Kaffee, das war's, oder? Ne, hier haben wir noch eine Kiste. Oh, Plastikseil und noch mehr Kaffee. Okay, ich werde jetzt nochmal ganz kurz hier gucken, denn ich kann doch... Ne, ich kann keine Medikits herstellen, ich brauche Alkohol. Gut, dann werden wir ganz kurz mal die einfachen Hammer... die Hakenklinge. Da kann ich gar nicht wissen, wie viel die jetzt machen kann, ne? Warte mal, übernehmen wir mal kurz. Armeespaten. Komm, das zerlegen wir jetzt einfach hier. Ja. Machen jetzt einfach hier einen Hammer hin. Oh, Fäustel macht sogar noch mehr Damage. Und Hammer kann man ja dann zerlegen. Und damit kann ich dann ja reparieren, soweit ich weiß. Ja, jetzt kann ich hier wieder raus. Sehr schön. Gut, alles klar. Dann habe ich die Zombies eigentlich alle durchsucht. Nein, habe ich nicht. Dann noch Geld bei sich. Wir haben nichts mehr bei sich. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir zurück zu Jeff. Wir haben unsere Aufgabe erledigt. Komme ich hier drüber? Ja. Mein Leben ist natürlich wieder sehr angekratzt. Was nicht so gut ist. Aus der Sponsung gar nicht gut. Hier können wir noch... ne. Bevor ich da zum Schlossknacken komme, bin ich schon wieder hinüber. So, Jeff. Gute Arbeit, Soldat. Ich öffne jetzt die Hauptdruckschleuse. Halten Sie sich bereit für ein Feuerschauspiel erster Klasse. Ich schaue mir das lieber aus der Distanz an. Wie Sie wollen. Sie haben 10 Sekunden. Wo ist das? 2 1 Sendung! Die infernalischen Flammen der Apokalypse! Ah, das hier. Okay. Wow! Ich hab Jeff gefunden. Das Gas ist wieder da. Hervorragend! Ich bin, glaube ich, leicht gestorben, wie es aussieht. Ich befürchte, wir müssen einen Ersatz finden. Gut, jetzt gehen wir halt das Antizin darüber bringen. So, mein Freund, hast du Alkohol? Hast du Alkohol? Alkohol? Ne? Aber Mul hat er. Ne, mit. Aber kein Alkohol. Das ist natürlich scheiße. Crane, richtig? Crane, der große Zampano. Der Superstar. Weißt du, was ich glaube? Ich glaube, Brecken übertreibt's mit dem Lob, bei Weitem. Willst du was von mir, Kumpel? Es regt mich furchtbar auf, dass sie behaupten, du wärst der beste Kurier im Turm. Das war immer ich. Vulcan. Klären wir das ein für alle Mal. Zeig mir, was du drauf hast, Crane. Beweise, dass du schneller bist. Außer du hast Schiss. Hast du? Nö. Aber ich habe auch keinen Bock gerade. Wir wollen nämlich die Hauptmission machen hier. Nicht irgendwelche Scheiß-Typen irgendwas beweisen, dass irgendwer besser ist. Das braucht keiner. So, dann gehen wir wieder zurück zum Türm. Brecken, hier ist Crane. Hörst du mich? Brecken, hörst du mich? Ach, scheiße. Jade, hier ist Crane. Hörst du mich? Crane, wie viel Antizin hast du denn? Raiz wollte das... Also, er hat uns reingelegt. Ich habe nur 5 Ampullen. Was? Verdammt, das reicht nur für ein paar Tage.
Problem hier. Im 18. Stock kam es zu einem Ausbruch. Komm schnellstens zurück und verlier das Antizin nicht. Ja, ich komme schon. Es gab einen Ausbruch. Das ist natürlich nicht so gut. Ja, kannst du da nicht hoch? Na, hier fahren wir schon. Na gut. Soll mal gucken, ob die vielleicht irgendwie Munition haben für meine... Oh, Zahnfalle aktivieren. Ah, cool. So, mal gucken, ob die vielleicht Munition haben für meine... Sniper. Für meine Sniper. Hey, hast du das Haus gesehen? Für mein Maschinengewehr. Wenn Rais Männer das sehen, werden sie dem Kerl dort einen Besuch abstatten. Jemand sollte ihn warnen. Ich habe genug andere Sorgen, aber ich überleg's mir. Okay. Und das wäre? Mr. Crane, kennen Sie jemanden namens Volkan Yosif Dahl? Volkan Dahl? Klar. Dem gehört Volkan Petrol Engineering. Er ist der reichste Mann von Haran. Vollkommen richtig. Und Mr. Dahl benötigt Ihre Dienste. Ich wusste nicht, dass er noch hier ist. Die meisten seiner Angestellten wurden zwar evakuiert, aber seine beiden Chefingenieure sind noch in den Slums. Die Zwillinge Helga und Fatin. Sie arbeiten an einem Sonderprojekt. Es ist streng geheim, daher kann ich Ihnen nichts Näheres dazu sagen. Aber ich versichere Ihnen, es ist über alle Maßen wichtig. Dann maß ich mir mal nicht an, nachzuhaken. Die Brüder sind brillante Ingenieure, aber leider auch etwas eigen. Deshalb und aufgrund der derzeit herrschenden Bedingungen hinken sie dem Zeitplan hinterher. Mr. Dahl will, dass sie den beiden helfen, das Projekt voranzubringen. Natürlich erwartet sie eine großzügige Belohnung. Mein Job wäre? Tun Sie, was die beiden verlangen. Sie werden sie nur ab und zu benötigen und jeweils auch nur für eine kurze Zeit. Machen Sie sozusagen den Weg frei. Sie werden sich melden, wenn Ihre Hilfe benötigt wird. Ich denke drüber nach. Okay, was hast du zu sagen? Du kennst Jafar, oder? Der Typ aus der Werkstatt. Er sucht einen fähigen Kurier. Wofür? Wollte er über Funk nicht sagen. Ich glaube, es ist etwas Wichtiges. Okay. Vielen Dank, das war auch dringend nötig. Sehr schön. Und dann wieder was abgegeben und wir haben wieder Fähigkeitenpunkte erhalten. Das sind natürlich super. Und die werden wir dann investieren in Selbstschutz. Nee. Granatenmarke Eigenbau. Das ist gut. 6 zusätzliche Waffenslots, das ist nice. Umso mehr Waffen, umso besser. So, wir machen jetzt das hier noch. Warte, wir können hier noch labern mit denen. Was zu tun. Falls du Zeit hast, wirf mal einen Blick aufs schwarze... Hey, kannst du labern hier? Crane, los. Der Mann, der den Strom wieder angeknipst hat. Hier, nimm das. Entschuldige meine schlechte Laune, aber ich habe heute einen richtig miesen Tag. Kann ich irgendwie helfen? Ja, aber Bracken erlaubt's nicht. Er hält's für zu riskant. Ist das was Wichtiges? Okay, Bracken will nachts mehr Sicherheit. Zu viele Kreaturen der Nacht vor der Tür, verstehst du? Also habe ich eine Lichtanlage gebastelt. Mit fetten 10 Kilowatt UV-Lampen. Verbrennt einen Schattenjäger in 60 Metern Entfernung. Das wäre nur genial. Aber die nötigen UV-Strahler sind an den Türmen der Brücke der Schande montiert. Die Brücke? Augenblick mal. Meinst du damit die Feuerwand der Schande? Klar. Die größten UV-Strahler der Hemisphäre. Alfie, das System hat nicht funktioniert. War eine Katastrophe. Die mussten die Brücke demontieren. Wäre der Strom nicht ausgefallen, hätte es funktioniert. Als du die Umspannwerke neu gestartet hast, ist das System wieder hochgefahren. Man kann's nachts sehen. Jemand muss also diese Strahler holen. Stimmt, ja, genau. Das Problem ist, ein paar von den Dingern sind ausgebrannt, klar? Die nützen uns nichts. Um also rauszufinden, welche noch leuchten, muss man sie einsammeln. Während das System an ist. Noch so ein Nachteinsatz. Ranzukommen ist nicht schwer. Aber sobald du die Strahler entfernst... Bist du auf einer pechschwarzen Brücke und hast mächtige Probleme. Ja, weißt du was? Vielleicht hat Bracken recht. Vergiss die Sache einfach. Aber es ist wirklich... Eigentlich hört es gut an. Also ich mach das.
Nee, hier. Da haben wir noch eine Nachricht. So, ich möchte jetzt bitte die Hauptaufgabe folgen. Oh, Story Quest. Na, aber das nehme ich hinter uns. Weißt du, soll ich mich noch ein bisschen kleiner machen, meine Facecam? Was sagst du? Ein bisschen kleiner? Ausgebrochen ist. Ich muss das bisschen antizipieren, dass ich habe schnell. Hast du das Antizin? Gib es mir. Was ist passiert? Eine Person hatte sich verwandelt und ein paar andere saßen fest. Wir hätten die Wohnung abriegeln können, aber Brecken wollte so viele Leute wie möglich retten. Es war übel. Jemand musste ein Ende machen. Jetzt ist die ganze Etage verloren. Leider auch ein paar Kinder. Du redest besser mit Brecken. Ich bringe Lena diese Medizin. Schön, dich zu sehen. Sei froh, dass du den Mist hier nicht mitbekommen hast. Da ist sogar ein ganzes Medikit. Hör damit. Aber auch du hast keinen Alkohol, du Arschloch. Natürlich scheiße. So, gut Leute, wir machen den kleinen Cut und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Haut rein und wenn ihr es geschafft habt bisher, dann natürlich in die Comments schreiben. Ich hab's geschafft. Bis zum nächsten Mal.